Lasst uns doch noch ein bisschen über die alten Zeiten plaudern, jetzt wo wir noch unter uns sind. Ich habe gehört, ihr hattet auch solche Probleme mit Resovik Sturmtaucher Kiaras. Jalan meinte, schon der zweite Rajani, der sich mit ihm anlege. Ja. Ich hatte damals ein sehr aufbrausendes Temperament, könnte man sagen. Ich eigentlich nicht, aber dieser Eferdi hat mich wahnsinnig gemacht. Nun, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr beide nicht. Den Papa Resovik zur Einsicht gebracht. Er ist von diesem, ja, etwas ungezügelten und launischen Temperament abgekommen und ich habe ihm die Lehre des Steines näher gebracht. Selbstbeherrschung. Nur einzig, Boltax, du hast ihn zum Weinen gebracht. Das war nur viermal. Habt ihr? Ja. Wundervoll. Aber er hat eingesehen, dass er sich selbst mehr beherrschen muss. Ich bin bis heute nicht sicher, wie ich zu dieser Aktion stehe, aber es hat etwas bewirkt. Ja. Raya lehrt uns zu vergeben, aber man darf doch trotzdem ein wenig Schadenfreude haben. Nun, er hätte mich und Sulamin fast umgebracht mit seiner schwimmenden Bunke. Ich meine, in diesem Kontext gesehen, ja, ein bisschen Schadenfreude ist da angebracht. Nun, dann, was ist noch passiert? Oh, eigentlich gar nicht so viel. Wir haben ein göttliches Wunder miterlebt. Wir haben die fast noch unzerstörbar. Die Legion von Jagmonit haben wir vernichtet. Nochmal. Wir haben den Hüter des Lebens kennengelernt. Er ist wirklich ein reizender junger Mann. Ja. Wirklich nett. Und ihr wart doch damals bei der Befreiung von Elborum dabei, nicht wahr? Ja, tatsächlich war ich das. Nun, wir waren auch in Aranien und nun, Eleonora von Irvenis hat mich sehr überraschend zur Visiere von Janka gemacht. Allerdings mussten wir erst die Pforte des Grauens dort schließen, bevor mit der Stadt irgendetwas anzufangen war. Und sie ist immer noch sehr heruntergekommen und nun, den Leuten geht es nicht gut. Wirklich? Oh ja. Wie geht es dem Rosenorden? Ja, das... Nun sagen wir, nachdem Arkos Schar sein Abenteuerlust befriedigen konnte, relativ gut. Die meisten sind noch am Leben. Nun, vielleicht sollte ich dort auch noch einmal zurückkehren. Er hat während unseres Aufenthaltes in Zorgan unentwegt nach euch gefragt. Und Diamantis hat in Zorgan noch eine gewichtige Partnerschaft beschlossen, nicht wahr, Diamantis? Oh ja, wie geht es der Guten eigentlich? Gewichtige Partnerschaft, ich weiß nicht, ob ich es so nennen würde, aber ja, ich habe mein Wort gegeben, dass ich ihren Haaren beitreten werde. Oh, es war wirklich spektakulär, wisst ihr? Wir waren zu Hofe geladen und nun, wir hatten im Vorfeld eigentlich sehr positiv korrespondiert, aber aus irgendeinem Grund hat sich Eleonora darauf verlegt, Raffin mit der Rajara von Palmyra zu vermählen. Aber irgendwie fand sie dann wohl größeres Interesse an Diamantis. Naja, weil Raffin nicht zeugungsfähig ist. Jalan uns offenbart hatte. Was für eine Frau. Ich sagte nicht, dass Raffin zeugungsunfähig ist. Ich sagte, es steht gut zu vermuten. Schließlich würde ich ja niemals die Eleonora anlügen. Das Schweigen im Saale war wirklich... Puh. Nun, ich habe Raffin aus der Sache rausgeboxt, habe ich nicht? Es war mehr als beeindruckend, wie ihr dort standet und lügen konntet, ohne dass euch der Kopf rote wurde. Ich lasse euch noch einmal wissen, dass es sich hierbei nicht um eine Lüge handelt. Nur um eine, sagen wir, leicht verschobene Darstellung der Tatsachen. Ja, schließlich, nach allem, was ihr miterlebt habt, ist die Wahrscheinlichkeit der Zeugungsunfähigkeit durchaus gegeben. Wahrlich. Da lässt sich sicher was machen. Also für diese Frau hätte ich mich Raffim auch im Zweikampf gestellt. Gut, dass es nicht so weit gekommen ist. Eher gut, alles gut, schätze ich. Aber im Thema, wann ist die Zeremonie noch gleich? Wir haben uns auf kein Datum geeinigt, sobald wir wieder in Zorgan einlaufen.
Oh, habt ihr noch eins von den Gedichten, die ihr geschrieben habt? Ich habe meine Skizzen und die Versuche, die wir zusammen unternommen haben, aber den Brief an sich habe ich an Kontiam schon losgeschickt. Ihr von den Versuchen berichtet uns vielleicht lieber nicht. Aber ich dachte, vielleicht könnte Kiaras ihm noch ein bisschen besser helfen, die Sprache der Liebe zu verbalisieren. Wenn du später ein paar Tipps brauchst, bin ich gerne für dich da. Sulamin hat mir da schon richtig, schon ziemlich gut geholfen, aber über einen zweiten Reihergewalten, der bereit ist, mir zu helfen. Vielleicht fallen dir ja gute Reime auf Rotze ein. Sulamin wollte mich da die ganze Zeit von wegmanövrieren. Alle ich bin mir sicher, Rotzen. Wir finden etwas. Von Nissen, auch von Nissen finden wir bestimmt einen guten Reim. Kissen? Oder. Hornissen? Nun ja, die Tiere. Aha. Uns tun eine fragwürdige Alliteration. Oder Kombüse auf Füße. Ah, ich sehe schon viel Arbeit. Ja, er kann alle Hilfe brauchen. Aber alle hier sind, wir sollten relativ bald einen Heptarchen töten. Wir arbeiten daran, Rafim, aber... Arbeitet schneller. Und über diese Eishexe waren wir uns einig, dass wir da nicht hingehen, wenn es da so kalt ist. Sind davon denn noch so viele über? Ach, Eis ist doch jetzt... Also, jetzt seien wir mal ehrlich, Eis ist ein sehr freundliches Element und wir müssen uns da eigentlich keine Sorgen machen, denn ich bin sicher, diese Hexe wird schon von einem sehr freundlichen Bornländer über den Haufen geschossen. Ich bin mir sicher, das hungernde Volk in Festum würde ich über die Freundlichkeit des Schwarzen Eises glanzvoll zustimmen. Und hatten wir nicht beschlossen, uns zuerst der schwimmenden Heptarchie zu widmen? Ja. Wenn wir uns der schwimmenden Heptarchie widmen, wird es das Letzte sein, was wir tun. Ihr seid immer so fatalistisch, Jalan. Es ist vorher bestimmt, Voltax. Also, warum denkt ihr, wir sollten erst noch alle anderen Heptarchen töten? Nun, vielleicht sollten wir erstmal das lösen, worauf wir uns derzeit konzentrieren. Ja, im Prinzip ist mir auch scheißegal, wen von denen wir umbringen. Hauptsache, wir bringen einen von denen um. Das ist der wichtige Punkt. Ich denke nicht, dass eine solche Entscheidung noch in unseren Händen liegt. Also, das Schicksal wird auf uns zukommen, ob wir es wollen oder nicht. Wir sind jedenfalls qualvoll in der Unterzahl. Das ist einer der Gründe, warum wir diese Soiree veranstalten, Kiaras. Wir, hoffen auf Unterstützung. Entweder finanzieller Natur oder... Ja, Schiffe habt ihr viele verloren in letzter Zeit, nicht wahr? Ja, wobei die Reederei durchaus heiß läuft und die neuesten und besten Schiffe herstellt. Beim Thema Schiffe verloren, was wisst ihr über Dark und Lolana? Nicht viel, wieso? Man sagt sich, er hätte sich in der Stadt auf und wir debattierten, ob er sich nicht als, sagen wir, Zweckverbündeter eignen würde. Ja, wisst über sein Zutun, Grigaios? Er ist immer noch ein dreckiger Pirat. Nein, ich weiß leider nichts. Wie gesagt, ich habe mich sehr bedeckt gehalten. Nach 5 Jahren aus der Politik raus war es besser, mich nicht sofort wieder einzumischen. Man bekommt schnell ein Dolchchen ins Herz, wenn man es versucht. Sagt einmal, Kiaras, was für Schiffe liegt hier auf der Werft auf? Immer noch diese alten Entwürfe von Dromonen und Galeeren? Alt würde ich hier nicht bezeichnen, aber ja, das sind die Hauptschiffe. Vielleicht kann ich euch später einmal meine Base vorstellen. Avessandra, sie sollte noch immer eines der stolzesten Schiffe in der Flotte anführen. Die Boron-Sichel. Ihr habt also immer noch nicht aus der Seeschlacht von Frigais gelernt? Nun, die Seeschlacht, ich habe grob darüber mich informiert, aber naja, wie gesagt, ich hatte andere Sachen zu tun und ich bin nicht mehr Teil der Flotte, aber es kommt darauf an, in welchen Gewässern man kämpft und welche Schiffe bevorzugbar sind. Im flachen Gewässer gegen Segelschiffe sind die Galeeren immer noch im Vorteil und viel schneller. Nun ja, wie sich gezeigt hat, sie deutlich unterlegen. Ja, aber wir haben es alle gehört, die Eurasier haben die Scheiße aus unseren Schiffen rausgeschossen.
Wir haben es verstanden. Nun, ich dachte mir vielleicht, nun, dass Sie etwas dazugelernt haben und nun ja etwas hochseetüchtige Schiffe auflegen. Naja, ich glaube eigentlich nicht, dass wir uns nochmal mit den Eurasiern bekriegen wollen. Zumindest nicht momentan. Eine völlig neue Art von Schiffen zu entwickeln ist eine Kunst für sich. Die Reedereien sind komplett darauf spezialisiert, eine ganz bestimmte Art von Schiffen herzustellen. Und wir haben nicht die Baupläne für eurasische oder gar bornländische Schiffe. Von daher, alles umzustellen wäre eher etwas Nachteiliges als etwas Vorteiliges. Sollten wir allerdings eurasische Baupläne bekommen und auf diesen aufbauen können, das wäre natürlich etwas anderes. Und ich wüsste nicht, wo ihr diese herbekommen solltet. Ich fürchte, die Drachentöte auseinanderzunehmen ist derzeit keine Option. Und streitet euch doch nicht darum, welche Schiffe die besseren sind. Wie gefällt euch die Drachentöter eigentlich, Kiaras? Abelmir hat sie für uns besorgt. Ein prächtiges Schiff, nicht wahr? Durchaus. Eine Verbesserung zu dem, auf dem wir damals gesegelt sind, würde ich sagen. Oh, und Fex hat ihren Namen bestimmt. Naja, Fex und die Mondsilber-Sultana. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, welcher Teil von der Mondsilber-Sultana stammt. Ein kleiner Tipp. Es ist nicht Drachentöter. Der kam von mir. Aber sag, was ist aus der Feuerdjinn geworden? Gute Frage, das. Wir hatten gehofft, ihr könntet sie beantworten. Was habt ihr mit meinem Schiff gemacht? Was habt ihr mit meinem Schiff gemacht? Ich war seit Jahren nicht mehr dort. Ich auch nicht! Gehört dem Feuerdjinn nicht den Zorn rechts? Anderen Feuerdjinn. Wir waren an diesem Kontor in Kunchom. Hätte dort ein Schiff sein sollen? Dort hätten zwei Schiffe sein sollen. Dort hätten zwei Schiffe sein sollen. Nun, es war keines dort. Und das Kontor war in einem fürchterlichen Zustand. Nun, das kann man, Porto, und Naja, da war auf jeden Fall nur noch so ein alter Säufer. Ja, nein, das war ein Praios-Geweihter, das war kein Säufer. Nein, das war Bruder Fürchte Praios, den meinen wir nicht. Und der ist auch alt. Oh, er ist übrigens immer noch am Leben. Er ist jetzt in Janka und kümmert sich um, nun ja, die armen Seelen der Leute, die so viele Jahre unter der Pforte des Grauens gelitten haben. Jetzt, wo ich gerade so an ihn denke, es könnte sein, dass man ihn mittlerweile gegessen hat. Das ist möglich. Das will ich nicht hoffen. Ich habe ihm 3 Rondrianerinnen zu seinem Schutz dagelassen. Nun, Praios hat ihm zumindest die Furchtlosigkeit eingeimpft. Hoffen wir also das Beste. Aber wenn er sich vor Praios fürchtet, dann ist er nicht furchtlos. Nein, zum einen, jeder fürchtet sich vor Praios Voltax. Ich nicht. Dies ist nur recht und billig. Auch du weißt es nur noch nicht. Zum anderen, nein, er heißt nicht Fürchte Praios, weil er sich vor Praios fürchtet, sondern er heißt Fürchte Praios, weil seine Eltern wollten, dass er sich vor Praios fürchtet. Nein, weil er uns ständig mit seinem Namen daran gemahnen soll, dass man Praios fürchten sollte. Es ist jedenfalls ein guter Greifenfurter Name. Der Onkel der Tante meiner Schwester, meiner Frau, heißt auch Fürchte Praios. Und er ist ein hervorragender... Was tut er eigentlich? Nicht so richtig. Was ist eigentlich mit eurer Knappin damals passiert? Kiaras, was habt ihr eigentlich in letzter Zeit so in der Stadt getan? Gibt es etwas Interessantes, was man erfahren könnte? Ja, wie gesagt, ich bin erst vor kurzem wieder in die Stadt gekommen, hab mich im Marbo-Tempel hier versteckt für eine Weile und nun alte Bekannte und meine Familie wieder getroffen. Es ist immer noch alles ein Chaos. Und diese Stadt ist immer noch genauso im Aufruhr, wie sie vor 5 Jahren war. Ja. Diese Frage mag euch komisch vorkommen, aber erinnert ihr euch an eure Kindheit? Sagen wir mal, als ihr 7 Jahre alt wart? Grob. Wieso? Als ich 7 Jahre alt war, das... Ich glaube, das war ein Jahr, nachdem mein Vater ermordet wurde. Denn uns ist aufgefallen, dass Yalan und auch Rafim sich seltsam wenig an ihre Kindheit erinnern können. Ich muss euch doch sehr bitten, ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Sie war größtenteils sehr kalt und voller Orks.
Ja, ja, euer Schwertvater. Ist das so? Nun, nein, ich kann mich eigentlich noch ganz gut an meine Kindheit erinnern. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen seltsam ist, die ganze Zeit erwähnen Leute diesen komischen Namen Palligan. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, wer das sein soll. Darian Palligan. Du sagst mir gar nichts. Aber wer soll das sein? Das Haus Palligan? Moment, ist doch eines der großen Häuser in Alpha. Es gibt ein Haus, das so heißen soll? Ist das nicht der, gegen den wir kämpfen? Karas, ihr habt ihm beinahe den ihr wisst schon was abgenommen. Ihr habt mit ihm einen Fechtkampf ausgetragen. Man hat euch in den Rücken gestochen, als ihr versucht habt, davon zu kommen. Erinnert ihr nicht an Rulat? Seid ihr auf den Kopf gefallen, Grande Karinor? An Rulat erinnere ich mich natürlich noch. Und wie Jalan in all seiner Pracht ohne seine Rüstung dort stand. Und das große Wunder, das wir dort erlebt haben. Aber was ist dort eigentlich passiert? Große, hagere Gestalt, ein Mantel aus fliehendem Wasser, Zähne wie Messer? Alara. Sagt euch die was? Ähnliche Erscheinung. Nein, das sagt mir gar nichts. Wir haben doch einen Abteilchen. Ist der nicht auf solch einem großen fliegenden Dämon gekommen und hat uns dort angegriffen, als wir diese gefallenen Amazonen angegriffen haben, oder? Ja. Genau der. Ihr erinnert euch aber an Ondrigan, ja? Ondrigan? Ja, Nemrods Schößling? Zögling, wie auch immer. Nemrod. Ah, das war doch der, den wir in dem fliegenden Berg, den wir dort zurückgelassen haben zum Sterben, nicht wahr? Ja, genau. Wartet, nein, nicht genau. Himmelsbild, hat denn niemand hier gediegene Konversation? Tun sich ganz neue Abgründe auf. Erzählt mir mehr. Nein. Wir hatten leider nicht die Gelegenheit, all diese Seelen, die dort geopfert wurden, zu retten. Aber jeder von uns hat eigentlich dort jemanden wiedererkannt und. Karin, mach endlich den Kopf zu. Nein. Natürlich. Lass ihn reden, Karin. Könnte wichtig sein. Die Wahrheit ist ein scheiß Schwert. Alles wirkt so vernebelt, wenn ich versuche, an diesen Namen zu denken. Nun, es ist doch nicht so wichtig. Bald werden die sein Ende heilen und uns das Unsrige. Und dann hat der ganze Spuk ein Ende. Es ist seltsam, Voltax. Sie alle scheinen irgendetwas vergessen zu haben. Doch weil ihr noch nie etwas vergessen habt. Nun, ich habe sicherlich schon eine Menge vergessen, aber nichts so Entscheidendes. Ja. Aber mit Voltax scheint alles in Ordnung zu sein. Ich glaube, Voltax hat nichts vergessen. Nein, ich habe nichts vergessen. Mein Leben ist ja auch noch relativ kurz, nur knapp 80 Jahre. Ich meine, ich bin noch... Vielleicht ist es wegen eurer hohen Resistenz gegen Magie. Aber also, was ist dann mit Abelmir? Also meinst du, die anderen nichts vergessen? Ich lasse euch gerne wissen, dass ich von Natur aus durch Brares Segen resistent gegen Zauberei bin. Das stimmt nicht. Ach ja? Ja. Das klingt so, als müssten wir es auf einen Versuch ankommen lassen. Oh ja, darf ich? Wir sollten das nicht erst machen. Oh. Ich erinnere mich an unsere alten Übungen, wo wir versucht haben, uns vor Zaubern zu schützen. Denkt an die Armbrust, Karas. Denkt an die Armbrust. Genau, die Armbrust. Oh, nein, nicht diese Geschichte wieder. Ja, ich war blind wie sonst was von Isarun. Also das war ja schrecklich. Ja. Was hat diese Paktiererin damals auch versucht? Aber glücklicherweise hatte ich Abelmir an meiner Seite. Seht ihr? Ist es gut, einen vernünftigen und fähigen Schwarzmagier Magier an der Seite zu haben? Ach, sprecht es ruhig aus, wie es ist, Abelmir. Niemand verurteilt euch mehr dafür. Isarun ist ja nicht mehr da. Ihr wurdet schon genug verurteilt. Nun ja. Mögen Fremde über mich richten. Ich weiß, was ich tue. Genau, diese zwei Gerichtsverfahren. Nun, aus denen wir ihnen beide herausgeboxt haben, nicht wahr? Naja. Diese Gerichtsverfahren waren Farce. Preis hat schließlich die Unschuldigen gekannt. Naja, wart ihr in einem nicht zu einer tödlichen Mission verurteilt worden und in dem anderen seid ihr aus eurer Gilde geflogen? Ich sagte, es war eine Farce. Es war ein abgekartetes Spiel. Ja, aber... Ja, ja.
Ist ja auch egal, jetzt seid ihr ja in der schwarzen Gilde, die ist doch auch gut. Nun ja, sie gewährt eine gewisse Freiheiten, das ist richtig, die man in der weißen oder der grauen Gilde nun nicht hat. Freiheit ist ein wichtiges Gut. Na, solange ihr euch von dem Dämonenbeschwören fernhaltet, ich denke, davon gibt's genug hier auf dieser Welt. Nun, das wundert mich. Beschwören die Grand nicht ebenfalls mittels der Akademie Dämonen? Ja, oder sind das wahrscheinlich Gerüchte? Tun einige das hinter verschlossenen Toren. Aber dafür es ist noch nicht ganz so weit gekommen, wie es im Norden gekommen ist, nicht wahr? Nun ja, niemand sollte es so weit kommen lassen. Es sind Diener. Und nicht Herren. Aber was machen wir denn jetzt wegen der verlorenen Erinnerungen von Rafim und Jalan? Ich habe keine Erinnerung verloren. Keine relevanten jedenfalls. Ja, also ich meine, ganz im Ernst, wer kann sich denn an seine frühe Kindheit erinnern? Ich. Wir haben immer noch den Feuerschlick. Und ich meine, im schlechtesten Fall hätten wir einen guten Rausch. Ich bin mir nicht sicher, ob Feuerschlick eine gute Idee ist. Diese Essenz ist sehr suchterzeugend. Nicht, wenn man ihn segnet. Voltax hat für diesen Feuerschlick einen Dolch in die Rippen bekommen. Ich denke, wir sollten damit auch schon was anfangen. Denke auch. Wenn ihr mögt, dürft ihr euch gerne anschließen, Kiaras, aber vielleicht nicht heute Abend. Also, meint ihr nicht das auch? Das Angebot ist verlockend, aber nun, vielleicht wäre ein einfacher Besuch im Boron-Tempel hier auch eine Lösung? Ich denke, was Boron einnimmt, ist gut. Es soll so sein. Immerhin habt ihr die Gelegenheit, Boron. Hier endlich mal in einen wahren Boron-Tempel zu gehen. Nun ja, dies ließe sich diskutieren, aber ich denke schon, dass wir auf die Götter vertrauen sollten. Ja, und das mit dem Boron brauchst du mit denen nicht diskutieren, du, da kriegst du nur Kopfschmerzen. Ja, ein altes Thema. Aber egal, das mit dem Feuerschlick sollten wir vielleicht bei Zeiten in Angriff nehmen. Dafür ist jetzt nicht die Zeit, denn immerhin wollen wir ja übermorgen in der Arena antreten. Oder sollten wir frischen Geistes... Morgen schon, Voltax. Morgen, das ist richtig. Seht ihr? Ihr wollt in der Arena kämpfen? Ja, wir wollen die Todesechse bekämpfen. Das ist eine Echse, wisst ihr? Böse. Da kommen wieder diese alten Zweifel von Voltax wieder hoch. Er kann davon nicht lassen. Es ist eine Echse. Was heißt die alte Zweifel? Das sind begründete Informationen. Wisst ihr, dass die Echsen das Wasser salzig gemacht haben im Meer? Ja, darüber haben wir gesprochen. Wovon ich rede, Kiras? Ja, ich sehe schon. Nun, Abelmir, nachdem wir die Bekanntschaft mit Rassasor gemacht haben, denke ich, man kann es nachvollziehen, dass den Zwergen ein gewisser Argwohn inne ist. Aber seid ihr sicher, dass ihr gegen dieses Viech kämpfen wollt? Ja, wir dürfen sie nicht töten, leider. Aber den Schlinger zumindest, den können wir umbringen. Kiaras, wir haben den größten Echse von allen, den Speer in den schwarzen Hals getrieben. Ja, so ein kleines Ding wird uns sicherlich nicht den Tag verderben. Nun gut. Versucht zur Seite auszuweichen. Wenn ihr davor wegrennt, dann werdet ihr gefressen.